Herzlich willkommen. Es geht darum, dass wir einen Wohnwagen gesucht haben und ja, die erste Suche war sehr erfolglos und die zweite und die dritte. Aber hier drauf komme ich gleich nochmal eben zurück. Ich werde euch jetzt ein paar Bilder zeigen von den ersten Wohnwagen, quasi Wohnwagen 1.0. Diese Bilder könnt ihr gleich mal eben sehen. Der erste Wohnwagen war ein Arriva Nova von Hümer. Ihr seht ihn hier auf diesen Bildern. Es war das Vorgängermodell von dem, den wir jetzt fertig restauriert haben. Er machte einen guten Eindruck auf uns. Im ersten Augenblick wieder, und das muss man hier ganz klar festhalten, von außen, er hatte keine großen Dellen oder Beulen, er sah gut aus, war gepflegt, auch von innen war er eine Idee kleiner, hatte das gleiche Dach drin wie der, den wir jetzt haben, er ist ungefähr 20 cm schmaler gewesen und hat auch die Sitzeckenaufteilung und war auch ca. 30 cm kürzer. Das kleine Sitzabteil war mit einer Schiebetür getrennt. Die Ofen- und Küchenzeile war fast identisch mit der, die wir auch hier verbaut haben. Dann fingen wir an den Fenstern zu gucken und das sehen wir jetzt hier auf dem ersten Bild. Und da hatten wir Feuchtigkeit festgestellt und direkt hinter den Fenstern, hinter dieser Kunststofftapete, da ist es so, dass ich die Feuchtigkeit breit gemacht habe. Ihr seht es hier, wir haben die Sachen abgezogen und dahinter sieht es aus wie Torf. Also es ist richtig verrottet gewesen. Ja, wir haben hier nochmal nach unten runter gefilmt. Hier sehen wir, wie es nach unten weggeht zur Schaltdose. Und da ist das Wasser dann von dem Fenster bis unten in die Zeile hineingelaufen. Wir haben das Ganze freigelegt. Und auch hier hatten wir quasi das gleiche Problem wie bei unserem jetzigen. Als wir von unten fotografiert haben, dort haben wir festgestellt, dass auch hier an den Stützen oder in der Nähe der Stützen auch schon nachgearbeitet wurde. Das sieht man ganz klar an den frisch aufgetragenen Unterbodenschutz, was uns im Vorfeld nicht so auffiel. Dann haben wir im Inneren nochmal genau geguckt und hier unten dieses kleine helle Holz, was ihr jetzt seht, da ist neues Holz eingebracht worden. Also somit ist da schon mal was gemacht worden. Somit könnt ihr sehen, dass es durchaus Sinn macht, sich die Wohnwagen ganz genau anzuschauen und auch wirklich in den Ecken zu schauen. Der erste Eindruck war hervorragend. Wir hatten das große Glück, dass wir, als wir dieses Fahrzeug gekauft haben, uns bestätigen ließen in dem Kaufvertrag, dass es absolut trocken ist, das Fahrzeug. Der Verkäufer, es waren Privatpersonen, die dieses Fahrzeug übernommen hatten, konnten uns auch glaubhaft erklären, dass sie das nicht wussten und haben auch sofort eine Rückabwicklung gemacht und haben uns auch die Kosten der ersten Investitionen erstattet, weil wir zu diesem Zeitpunkt auch schon das erste Fenster gekauft, umgebaut haben, Polster gekauft haben. Also Stoffe, die Polster waren schon weg, weil wir es machen lassen wollten. Im ersten Wohnwagen 1.0. Aber das haben wir dann nachher selber gemacht. Dann ganz klar gesagt haben, okay, dann kaufen wir uns einen anderen. Und dann, als wir diesen hatten, da waren auch Marken drin. Wir wussten jetzt mittlerweile ganz klar, worauf wir zu achten haben. Die Themen sind euch bekannt und haben uns dann an die Restauration begeben. Da ist es so, dass wir für diesen Wohnwagen Gesamtkosten irgendwo Kaufpreis um 1.700, 1.900 Euro. Wir haben hineingesteckt ungefähr 1.200 Euro von Material. Das Material, was wir hineingesteckt haben, war zum größten Teil Sperrholz und Styrodur, sehr viel Holzlatten, die wir auch ein bisschen zurechtgehobelt haben. Das teuerste waren hier die Kleber. Das war dieses Dicaflex, Sikaflex, die Casil, wie sie alle hießen dort. Da ging am meisten Geld hinein. Die Stoffe waren auch nochmal als Restposten, auch der Bodenbelag waren Restposten. Da muss man einfach mal gucken, ob man irgendwo Restposten findet. Ja, das macht absolut Sinn. Also den Fußbodenbelag, ich glaube 20, 25 Euro war so ein Restpostenbelag. War ein absolut hochwertiger Fußboden, ja, aber wenn da jemand so ein Fisselstück hat,
da kann doch sonst keiner wann mit anfangen. Ja? Und den kriegst du dann für 30 Euro. Und regulär kostet das Ding schon pro Quadratmeter 40. Ja? Und da hast du so eine Breite von 3 Meter mal 6 Meter. Ja, so ein Streifen für ein Zimmer reicht da nicht. Ne? Aber für einen Wohnwagen ideal. Passt drauf. Ausschneiden, ausschnibbeln, fertig. Ne? Und genauso ist es auch mit Stoffen, dass man wirklich diese Stoffbahnen, die wir hier verarbeitet haben, sind Restbahnen gewesen. Die gab es auch nicht als Stoff hinterher. Da muss man dann gucken, ob man so eine ganze Rolle kauft. Auch mit dem Leder, was wir verarbeitet haben, was wir hier an den Wänden haben, das sind alles Reststoffe gewesen. Aber nun gut, schönen Dank für die ganzen Klicks. Wir sind mittlerweile bei fast 30.000 Gesamtklicks. Hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass wir diese Zahl erreichen. Aber da haben wir gedacht, okay, wir sind über 100 Follower. Ganz lieben Dank nochmal an die Follower, nochmal an die ganzen Klicks. Wir machen gerne weiter. Und wir bedanken uns und sagen bis denne. Osterhenne. Tschüssi.